Sascha Prüfer war zuletzt ja gar nicht so unzufrieden mit der spielerischen Leistung, aber was fehlt, sind Punkte. Nach dem Shakehands der Trainer dauert es eine halbe Stunde, bis das Spiel Fahrt aufnimmt. Zehlendorf im Blau fällt nicht viel ein und so geht's erstmal hintenrum über Jake Wilton. Der wird aber zielgerichtet attackiert von Jonas Marx. Marx hat eine Menge grüner Wiese vor sich und die nutzt er. 1:0 für den FC Eilenburg nach einer halben Stunde. Zuletzt gegen den BFC Dynamo mit Knöchelverletzung draußen, jetzt voll da. Guter, rustikaler, aber fairer Einsatz. Und dann bleibt der Stürmer eiskalt und netzt ein zur Führung für die Gäste. Wie reagieren die Gastgeber, die bislang gar nicht in dieses Spiel hineingefunden haben, jetzt aber um eine Reaktion bemüht sind? Nur 3 Minuten später, Zehlendorf im Vorwärtsgang und Tom Weiß schenkt den Ball her. Sehr hart, Polar, der Winkel ist spitz, ihm ist es egal, rein in die Maschen zum Ausgleich. Polar Kanz, bereits sein 8. Saisontreffer. Aber auch begünstigt durch den Fehler im Aufbau. Ein Gegentor aus der Kategorie vermeidbar. Mehr gibt's nicht zu berichten aus Halbzeit 1. Rein geht's in die zweite und die braucht weit weniger Anlaufzeit. 52. Minute. Valentin Hennecke aus 20 Metern, denn er wird nicht attackiert. Aber der Ball, der zischt knapp vorbei. Letzte Woche gegen Lok Leipzig traf er zum ersten Mal in dieser Saison. Jetzt will Sascha Prüfer seine Jungs wieder im Vorwärtsgang sehen und die melden sich auch an. Einwurf Weiß und der Ball landet bei Kretzer. Da fehlte nicht viel. Beide Teams sind nah dran am Führungstreffer. Und knappe 10 Minuten sind noch auf der Uhr. Eilenburg mit dem nächsten Standard. Wieder ein Fall für Kretzer. Zehlendorfs Keeper Kühn. Sieht nicht gut aus und da gibt es die Chance für Luis. Das 2:1 durch Benjamin Luis für ihn. Saisontreffer Nummer 3 in Spielminute 85. Ein schöner Treffer zudem und so wichtig, denn für Eilenburg reichen 2 Tore bei Hertha Zehlendorf heute für 3 Punkte. Die Nordsachsen, sie freuen sich über den ersten Sieg seit dem 21. August, seit Spieltag Nummer 4 also. Es wurde mal wieder Zeit und tut so gut im Abstiegskampf.